Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Siebter Spieltag in der Regionalliga West. Der SC Wiedenbrück empfängt den Aufsteiger aus Bocholt, den ersten FC Bocholt. Bocholt lässt jetzt Wiedenbrück auch mehr und mehr gewähren. Schöner Doppelpass und die Riesenmöglichkeit für Stanislav Fehler in der 19. Spielminute. Spielt er mit allen. Ein Stürmer geht immer drauf. Und Wimmer mit einer richtig guten Übersicht. Jetzt der Ball in die Mitte. Rutzke ist und Rutzke ist da. 1:0 in der laufenden Saison. Und wie schön war das herausgespielt. Flanke auf die linke Seite. Dann in den Strafraum. Rutzke setzt sich da durch und nimmt den Ball vor. Was ein schönes Ding. Und die Führung ist natürlich verdient. Wundert mich eigentlich, weil Fehler hat aus meiner Sicht ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Aber erstmal gucken wir jetzt den Eckball. Der segelt durch den Strafraum. Wakamia ist da. Und der Schussversuch. Wiedenbrück kann den Ball noch nicht entschärfen. Jetzt... Aber Nanji setzt da sofort nach. Und dann der ungenaue Ball. Leuch setzt sich da schön durch. Jetzt der Ball auf die linke Seite. Nanji probiert's einfach mal. Hölscher ist da. Fakro. Hölscher wieder. Oh. Unsicherheit. Und dann nutzt diese Unsicherheit die Nummer 9 von dem ersten FC Bocholt nicht. Riesenmöglichkeit zum Ausgleich für den ersten FC Bocholt. Und die dritte Ecke in der zweiten Hälfte schon. Und wir haben gerade mal die 50. Spielminute. Ja. Lorch ist da. Lorch. Wieder Zielschuss vorbei. Lorch. Sieht Nanji. Nanji. Der schießt nochmal und Hölscher. An einem wunderbaren Samstagnachmittag. Und wir sehen hier eine umkämpfte Partie. Eine offene Partie. Eine Partie, die lange noch nicht entschieden ist. Und jetzt aber das 2:0 durch die Nummer 16. Zahn. Dann kommt der SC Wiedenbrück und erzielt das 2:0 durch die Nummer 16. Benedikt Zahn, der eiskalt vom Tor ist. 72. Spielminute. Die Möglichkeit für Bocholt, vielleicht nochmal einen Angriff zu starten. Wakro sucht die Position zum Abschluss und die findet er auch. Was ist das denn jetzt? 79. Spielminute und Bocholt erzielt den Anschlusstreffer. Und jetzt haben wir hier 12 Minuten vor dem Ende. Nochmal richtig Spannung drin. Der hat da vorne viel geackert. Der belohnt sich jetzt für seine Arbeit. Der Ball kommt nochmal zu Abuace. Abuace! Boah! Riesenmöglichkeit. Kurz vor dem Ende. Aber Wickel, der für mich auch eine gute Partie macht, pariert diesen Ball. Und nochmal auf der anderen Seite. Obst. Schiedsrichter Bramkamp guckt schon auf die Uhr. Und jetzt pfeift er diese Partie ab. Er pfeift den siebten Spieltag hier in Wiedenbrück nach 93 Minuten ab. Und der SC Wiedenbrück gewinnt mit 2:1 gegen den Aufsteiger aus Bocholt, den ersten FC Bocholt. Ja, ich glaube, wir haben insgesamt zwei verschiedene Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit waren wir sehr ängstlich, haben zu abwarten gespielt. Ich weiß nicht, was die Mannschaft sich dabei gedacht hat, weil eigentlich war es anders auch ausgegeben, dass wir mutig spielen sollen und uns nicht hinten reinstellen sollen. Und in der zweiten haben dann natürlich das Beste eigentlich an der ersten Halbzeit war, dass wir nur 0-1 hinten liegen. Das muss man schon sagen. So viel haben wir jetzt auch nicht zugelassen, aber es wäre schon verdient gewesen, ich sag mal, da vielleicht mit 2-0 in der Führung gewesen zu sein.
für euch. Und ja, in der zweiten Halbzeit habe ich eigentlich eine richtig gute Bocholter Mannschaft gesehen. Die Jungs haben das Herz auf den Platz getragen und haben sehr, sehr guten Fußball gespielt. Ich habe physisch und athletisch eine ganz andere Mannschaft gesehen und wir haben uns dann ja das Tor auch noch erkämpft. Besonders unglücklich finde ich ist, dass das 2-0 für Wiedenbrück gefallen ist. Ja, eigentlich in unserer Drangphase, wo wir richtig gut drauf waren und dann durch ja, einfach wieder einen individuellen Fehler das Ding reinbekommen. Und auf der einen Seite muss ich dann vielleicht auch mal so schlau sein, in den Weg da laufen oder den Ball blockieren. Und auf der anderen Seite, für mich rollt der Ball noch ganz klar, also den darf man so nie anpfeifen. Und ja, aber wir müssen auf uns gucken und nicht immer nur auf die anderen und müssen einfach da auch dazulernen, weil wenn du immer 2 Gegentore bekommst pro Spiel, dann wird es unheimlich schwer, das Spiel mal zu gewinnen. Oder, aber trotzdem, die zweite Halbzeit macht echt Mut. Es war für mich total unnötig, hier zu verlieren. Das war gar nicht nötig. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg. Wir haben euch wieder zurückgeholt in eine gute Spur. Und ja, müssen gucken, dass wir die Punkte jetzt woanders reinholen. Aber wir sind trotzdem sind wir im Soll. Und wie gesagt, die Leistung macht mir Mut. Erstmal danke dafür. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir nicht aus der Spur waren. Aber vorweg einmal ganz kurz, ich hoffe, dass euren beiden Jungs gut geht. Ich habe das unter der Woche natürlich auch verfolgt. Bei Reviersport stand es drin, Kreislaufkollaps und einen epileptischen Anfall. Ich glaube, sowas erlebt man auch nicht jeden Tag im Training. Und da verschiebt sich der Fokus dann, denke ich, schon ganz schön. Und ja, das führt natürlich auch oft zu, wenn ich jetzt einen Bogen zum Sportlichen spanne, dazu, dass eine Mannschaft irgendwo zusammengeschweißt wird und sagt jetzt erst recht, dazu noch die Verletzung mit Platzek. Wenn ich unser Spiel sehe, sehe ich auch 2 verschiedene Halbzeiten. Wir haben, denke ich, in der ersten Halbzeit ordentlich gespielt und müssen mit 2-3-0 in Führung gehen. Definitiv waren klar die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit ja, waren es dann Phasen, denke ich, wo Bocholt zum Teil dann aktiver war. Deutlich aktiver als in der ersten Halbzeit und wir haben es dann nicht mehr gut gemacht. Wir waren auch irgendwie so ein bisschen platt und müde, so kam es mir rüber. Kann ich mir gar nicht erklären, weil so eine Situation hatten wir eigentlich selten bis gar nicht, dass ich das Gefühl hatte, wir waren physisch so ein bisschen erschöpft. Ich könnte es mir eventuell erklären, dass so ein bisschen die Psyche dann auch eine Rolle spielt, die dann auch zu einer Erschöpfung führen kann. Durch das Negativerlebnis, was wir zweifelsohne unter der Woche gegen Soest hatten. Letztendlich, wenn ich die 7 Spiele sehe, die wir jetzt hatten, war das heute unsere schlechteste Leistung. Schlechter als gegen Fortuna Köln und schlechter als gegen Wattenscheid. Trotzdem, und das ist dann wieder positiv, haben wir uns bis zuletzt auch dagegen gewehrt, haben uns in alles reingeschmissen und wollten das Spiel unbedingt gewinnen und sind, glaube ich, wenn man das ganze Spiel dann sieht, was Ballbesitz angeht, Passqualität und Torabschlüsse, auch der verdiente Sieger. Euch wünsche ich auch alles Gute und ja, allen anderen ein schönes Wochenende. Ich werde es jetzt auf jeden Fall haben nach dem Sieg. Dankeschön.